Hier hängen nämlich unsere Hochzeitsoutfits verpackt. Herzlich willkommen. Hallo. Zu deinem Vlog. Zu dem Johnson-Vlog. First things first. We are married. Wir sind verheiratet. Ja, es war so wundervoll. Wir haben am Wochenende geheiratet, falls ihr das auf Instagram nicht mitbekommen habt. Wir haben ja in den Vlogs das genaue Datum nie kommuniziert, weil wir das uns bis nach der Hochzeit aufbewahren wollten. Genau. Ja? Wir hatten ja so ein bisschen die Location gezeigt und dann wollten wir halt einfach nicht, dass, keine Ahnung, irgendjemand vielleicht vorbeikommt oder was weiß ich was. Man weiß es ja nie, von dem her. Ja, genau. Jetzt, wir sind verheiratet. Wir hatten so ein wundervolles Fest mit Freunden und Familie. Das war das allerschönste Wochenende ever. Ja, es war wirklich ein Traum. Wir können auf jeden Fall noch ausführlicher erzählen. Wir stehen gerade im Wohnzimmer, machen uns Essen warm. Reste von der Hochzeit, überall steht Zeug rum. Ja. Geschenke. Und, wir sind noch gar nicht so richtig dazu gekommen, in alles reinzugucken und so. Also das ist noch alles verpackt teilweise. Auch weil man dann so, also an der Hochzeit selber haben wir ja gar nichts aufgemacht und dann so am Tag danach muss man auch erstmal einfach klarkommen. Und dazu kommt noch, dass wir beide mega müde waren. Und dann möchte man das ja auch so genießen und dann ist man irgendwann gar nicht mehr aufnahmefähig. Ja. So. Ja, und heute ist wieder so ein, heute ist kein richtiger Arbeitstag, aber so ein halber. Also wir haben ausgeschlafen, aber saßen jetzt die ganze Zeit am Schreibtisch und jetzt machen wir uns ein bisschen was zu essen warm. Und zwar gibt es jetzt Knödel mit Nudeln und hier Pfifferlingssoße. Das war ein Hauptgericht auch an der Hochzeit, was man halt irgendwie sich am Buffet wählen konnte. Ja. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich gar nichts gegessen an der Hochzeit. Also es gab beim Empfang, gab es halt so Häppchen, so kleine Crusinis mit, glaube ich, war so wie so Pesto oder so Tomatenbruschetta-Zeug drauf. Dann gab es Quiche und es gab Kuchen und es gab so Quiche? Törtchen. Ja, das habe ich nicht mal mitgekriegt. Bei dem Sektempfang habe ich, glaube ich, gar nichts gegessen. Ja, und da hatte ich schon so ein bisschen gegessen. Und dann beim Hauptgang, ich konnte einfach nichts essen. Ich glaube, es war einfach immer noch so voller Aufregung und Eindrücke und was weiß ich was. Es war so ein bisschen, als hätte der Körper, finde ich, so diese Funktionen für den Tag einfach ein bisschen eingestellt. So dieses Hungerempfinden und so weiter, weil es, wenn man so viele Eindrücke hatte und dann natürlich auch die ganze Zeit sich unterhalten hat, dann haben wir wieder Fotos gemacht, hat man alle begrüßt und mit allen angestoßen und irgendwie so. Und dann, aber der Chef vom Catering hat auch gesagt, es ist eigentlich meistens so, dass er das Brautpaar nicht so viel am Buffet oder so sieht. Ich habe mir ganz zum Schluss, als sie vom Catering meinten, ja, also sie glauben, dass jetzt jeder gegessen hat und sie würden jetzt langsam das alles wegräumen und so, war ich so, halt, ich glaube, ich muss mir jetzt mal einen Teller nehmen. Und dann habe ich so ganz viele kleine Sachen an Hauptspeisen da drauf. Hatte eigentlich gar keinen Hunger, aber ich wollte unbedingt mal ein bisschen was gegessen haben. Das Gute war aber, dass wir jede Menge Tupperdosen, hier stehen noch welche rum, von Alex. Warte mal kurz. Ist es immer noch fettig eigentlich, die Kamera? Die Kamera ist immer noch fettig. Es ist exakt diese Kamera, die wir jetzt ausgewählt haben. Da ist mein Cousin für verantwortlich. Er hat nämlich seine Fettnase gegen diese Kamera an der Hochzeit gedrückt. Können wir auch gleich noch erklären. Auf jeden Fall hatten wir jede Menge so Dosen dabei und konnten die Reste vom Buffet mitnehmen. Und die essen wir jetzt schon seit gestern. Wir haben nämlich die Vlog-Kameras mitgenommen zur Hochzeit. Nicht, weil wir einen Vlog machen wollten, sondern weil wir für uns eine etwas andere Art von Hochzeitsvideo gerne haben wollten, die mehr ist wie ein Vlog. Und zwar so, dass alle unsere Gäste mal die Kameras schnappen können und andere filmen oder sich selber oder was erzählen oder keine Ahnung. Es haben sich auch richtig coole Dinge dann so ergeben. Also wir hatten 6 so Kameras, dadurch, dass wir jetzt schon so lange vloggen, haben wir halt auch noch einige alte, die schon noch funktionieren, von der Qualität halt irgendwie nicht ganz so gut sind, aber mit denen wurde dann gevloggt und es haben sich so lustige Sachen ergeben, so einer meinte dann auch so, er geht jetzt rum und fragt alle, sie sollen das Getränk in die Hand nehmen und dann sagen, mein Name ist Alex und das ist Getränk Nummer 1 und er hat sich überlegt, dass es doch super witzig wäre, dann so irgendwann in der Nacht das dann nochmal zu machen, so wenn dann alle schon leicht angetrunken sind und das ist mein Getränk Nummer 10 oder I don't know. Ich weiß nicht, es wurde, glaube ich, gegen später nie mehr weitergeführt, aber
Auf jeden Fall hat sich so auch jeder mal vorgestellt. Also es sind mega lustige Aufnahmen. Wir haben einfach schon mal ein bisschen reingeguckt. Ja. Auch die ganzen Feieraufnahmen, es war Hammer. Das ist eine total schöne Erinnerung. Und im Zuge dessen hat mein Cousin einmal seine Nase gegen die Kamera gedätscht. Haben wir gestern entlarvt, als wir es angeguckt haben. Und alle zukünftigen Aufnahmen hatten dann wie so einen leichten Fettschmierer. Und wir haben das jetzt auch erst viel zu spät gesehen. Aber das macht doch die ganze Sache rund. So, jetzt wird erstmal gegessen. Es hat gerade gut gewindet. Ich war noch am Baggersee, eine kleine Runde wingen. Und jetzt ist es eigentlich auch schon Abend und ich hole was aus dem Kühlschrank zum Essen. Das ist einfach das Allercoolste, dass wir jetzt noch so viel Zeug haben zum Essen. Das ist der absolute Oberknaller. Dadurch, dass ich eh nicht so viel essen konnte, bin ich jetzt so dankbar, dass ich es dafür jetzt kann. Ich glaube, das ist Tofu-Gulasch gewesen. Das ist aber auch nochmal hier unten. Das nehme ich mal mit. Ich glaube, das war so ein Curry, so ein Dahl-Linsen-Curry. Hier haben wir noch Gemüse, das können wir aber auch gut einfrieren. Und den Kartoffelsalat, der war auch so gut. Grillgemüse nehmen wir auch noch mit als Vorspeise. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das nach oben transportiert bekomme. Oh, ja, nicht mit der Kamera. Dann gibt es jetzt erstmal hier Vorspeise, Kartoffelsalat, bisschen Grillgemüse, ein Burger-Patty. Und das gibt es nachher zum Hauptgericht. Hier Tofu-Gulasch, Rosmarinkartoffeln und das ist dieses Curry. Die Johnsons. Was eine coole Matte, die haben wir auch geschenkt bekommen. Die kommt jetzt vor die Tür. Das ist auch richtig, ein richtig süßes Geschenk. Könnte eigentlich hier hin. Ja, da. Wo diese Dünne liegt. Und die Dünne könnte in den Camper, weil die macht nicht so einen Dreck wie die, die wir im Camper gerade haben. Das ist eine fantastische Idee. Warte, ich hol sie mal. Oh yes! Wow! Und geile Höhe hat das, weil das exakt hier wie die Schwelle ist. Das sieht süß aus. Richtig cool. Wir haben dann gestern Abend eigentlich auch noch die ganze Zeit Kuverts aufgemacht und die Karten durchgelesen. Es war richtig, richtig schön. Wir schwelgen immer noch in Erinnerung. Also es ständig sagen wir, oh, es war so schön, es war so schön. War aber halt auch einfach. Es war auch wunderschön. Ja, das ist echt Hammer. Von meiner Großtante aus England haben wir hier so eine Box bekommen. Und das muss ich sagen, finde ich so eine schöne Geschenkidee. Das ist so eine relativ große Holzbox. Unten drauf ist auch noch was so eingraviert. Und die kann man wunderbar als Erinnerungsbox für die Hochzeit verwenden. Wir haben da jetzt alle Karten rein. Wir haben hier aber auch die Tischkarten rein. Wir haben uns gegenseitig so Briefe geschrieben, die wir hier reingepackt haben. Alex und meine Fotos aus der Fotobox. Irgendwo da drin ist auch noch das Tischkärtchen, an welchem Tisch wir saßen. Und dann kommen da jetzt noch so ein paar andere Sachen rein. So eine Autoschleife, die wir verteilt hatten. Das ist die Maske, die ich anhatte. Ja, ich dachte mir, das ist doch vielleicht auch eine ganz witzige Erinnerung. Das hier ist zum Beispiel so ein Song oder Rap, wie auch immer man es nennen möchte, was Alex Eltern vorgetragen haben. Das war auch richtig süß und witzig. Das waren ja diese Bilder, die wir als Deko an diesem Sitzplan dran hatten. Und das ist unser Ringkästchen. Und das kommt da jetzt einfach auch mit rein. Ich finde das richtig schön. Und mein Strumpfband kommt hier auch noch mit rein. Dann ist das eine Kiste voll schöner Erinnerungen. Ich fahre jetzt zu meinem Papa. Wir fahren ja diese Woche wahrscheinlich noch in den Urlaub. Und die Solaranlage auf dem Camper ist noch nicht angeschlossen. Das muss ich noch machen. Und dafür muss das Kabel noch durch das Dach geführt werden. Und dafür brauche ich noch so einen Kunststoff. Und mein Daddy hat da noch was übrig. Das kann ich dann verwenden. Ich zeige es euch dann einfach. Und wir erzählen euch auf jeden Fall dann auch noch mehr von der Hochzeit. Es ist gerade nur immer irgendwie so, wir springen zwischen uns bedanken bei Leuten, Sachen auspacken, Videos machen, Bilder machen, also irgendwie arbeiten und noch irgendwie die Hochzeit verdauen. Ja, und jetzt fatze ich mal schnell zu meinem Papa. Das ist das Teil, was ich von meinem Daddy abgeholt habe. Also eigentlich echt nur so ein Mini-Mini-Kunststoffding. Und die Kabelkanäle habe ich gerade noch im Baumarkt gekauft. Und das Teil, das muss aufs Dach geklebt werden, dieses Ding hier. Und das Teil wird hier angebracht und hier dazwischen brauche ich halt dann den Kunststoff, um das mit Kleb richtig schön dicht zu bekommen. Und was ich im Internet auch noch bestellt habe, was mega cool ist, ist diese Terrazzo-Folie. Die möchte ich auf unseren Kühlschrank im Camper kleben.
Ich könnte mir das richtig cool vorstellen und es bringt einfach nochmal so ein bisschen Freude hier rein. Ja, und das ist dann das dicke Kabel, was von der Solarzelle hier rein in den Camper muss, durch dieses Ding halt. Laut Marie habe ich direkt schon die Ehe beendet. Ich habe den Ring abgelegt. Oh, ist der schön, aber wir haben ihn, stimmt, wir haben ihn noch gar nicht gezeigt. Ich habe den nämlich ausgezogen, weil ich jetzt am Bus die Solaranlage... Red kein Quatsch, weil ich mit so Sikaflex mit dem schwarzen Kleber rummache. Und der soll natürlich nicht direkt auf den Ring kommen. Aber wir zeigen euch die Ringe jetzt mal kurz genau. Das sind sie. Das ist so Hammerschlag-Optik. Ja, man sieht es ganz gut. Die sind unterschiedlich groß. Entweder steht auf dein oder auf mein Schaf. Also, einen halben Kilometer weiter oben. Ja, aber es sind exakt die gleichen, nur halt ein bisschen schmaler und dünner. Und meiner ist schon leicht verkratzt irgendwie, gell? Ich glaube, deiner ist fettig. Und verkratzt wahrscheinlich schon ein bisschen. Wahrscheinlich auch unverkratzt. Was hast du denn schon getrieben? Viel. Ein bisschen. Aber ist ja auch Gold. Das ist ja ein bisschen weich. Ja, die haben uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben sie, glaube ich, ja schon in Silber gezeigt. Und jetzt halt, da sind die endgültigen mit unseren Daten drin. Ja, wir haben nämlich gar nicht die Namen reingravieren lassen, sondern wir haben verliebt, verlobt, verheiratet reingravieren lassen. Also das Datum, an dem wir zusammengekommen sind, das Datum, an dem wir uns verlobt haben und das Datum, an dem wir geheiratet haben. 3.12.14, mein Geburtstag. 31.01.19 und 14.08.21. Schön, gell? Ja. So, und ich, also wir tragen sie, oder hast du ihn jetzt auch links getragen? Ich habe ihn jetzt nämlich links unter meinem Verlobungsring an. Ist mir egal, ob man das so macht oder nicht. Ich finde das so einfach am schönsten. Und links ist die Herzhand. Deswegen, das gefällt mir auch gut so von der Bedeutung her. Also eigentlich hatte ich ihn auch links an, also Maria hat ihn mir links angesteckt. Gestern bin ich aber zum Wingen gefahren, da habe ich gemerkt, oh, meine Hände sind ganz schön kalt auf dem Fahrrad. Und dann habe ich ihn schnell umgesteckt, damit er halt im Wasser irgendwie nicht verschwindet. Aber ich glaube, das ist eh keine Gefahr, weil meine Knöchel so dick sind. Der schlabbert dann zwar rum unten, aber über den Knöchel geht er niemals drüber. Das war so witzig im Standesamt, weil es war sehr, sehr warm am Samstag. Plus wir waren halt beide natürlich so ein bisschen schwitzig und so. Und ich habe mit beiden Händen den Ring so auf Alex Finger. Ich habe mich richtig dagegen gelehnt. Und hab noch gesagt, du musst dich dagegen lehnen. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ja. Aber genau. Insgesamt im Standesamt war es sehr lustig, weil es nicht so steif war irgendwie bei uns. Das war richtig entspannt. Maria hat richtig schön Ja gesagt. Das fand ich total süß. Da sind danach Leute zu mir gekommen und haben gesagt, sie fanden mein Ja toll. Mach's nochmal? Ja. So heißt er. So habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, ja. Und, so, und nee, ich wollte es nicht so hauchen. Und ich habe mir da jetzt vorher keine großen Gedanken drüber gemacht. Aber so in dem Moment habe ich es einfach gefühlt, ganz bestimmt zu sagen, ja. Das ist schön, dass okay? du dir sicher bist. Da war ich mir sehr sicher. Schaut mal, wer hier gekommen ist. Kai. Ich bin bei Bredda. Hier. Da ist Marius mit seinem Bus. Einer von unseren Mitarbeitern, der baut auch gerade aus. Hier auch schon fleißig Solar drauf und so. Ja, und ich mache mich hier jetzt auch mal ran. Da vorne ist ja unsere Solarzelle. Das ist nachher das Kabel, was so da drunter kommen soll. Das muss ich dann anschließen. Und hier kommt jetzt die Dachdurchführung hin. Das heißt, jetzt kommt der aufregende Part. Ich muss da durchbohren. Das Loch passt einfach perfekt. Ich hatte schon ein bisschen Glück, aber ja, ich habe es eigentlich ja, so abgeschätzt halt irgendwie. Aber hier bin ich jetzt rausgekommen, das heißt, das passt perfekt und hier muss ich nachher hin mit dem Kabel, beziehungsweise da kommt noch der Laderegler dazwischen. Ich bin immer noch müde vom Wochenende. Ich habe es mir nämlich nicht nehmen lassen, bis ganz zum Schluss mitzufeiern, mitzutanzen. Ich habe mir Kompressionsstrümpfe anfertigen lassen und ich muss euch sagen, die waren Gold wert. Ich habe es ungefähr allen empfohlen auf der Hochzeit. Immer wieder, wenn jemand gesagt hat, boah, krass, Marie, da willst du dich nicht mal hinsetzen. Ist das nicht voll anstrengend mit Bauch und bla. Ich war so, zack, Kleid hoch. Diese Socken sind Game Changer. Und das waren halt so hohe Kompressionsstrümpfe, die wirklich so bis Ende vom Oberschenkel eigentlich fast schon gingen. Und das war so... Das war so genial. Also ich bin wirklich ganz begeistert.
Und werde das ab sofort auch immer allen weiterempfehlen, wenn man mal lang stehen muss oder sowas. Auf jeden Fall haben wir alle kräftig das Tanzbein geschwungen. Um 4 hat der, DJ dann die Musik ausgemacht. Einfach so, wir haben zu ihm gesagt, er soll das so nach eigenem Ermessen machen, wenn er merkt, dass die Party eigentlich vorbei ist. Und da waren dann auch wirklich nur neben uns vielleicht noch so 4, 5 andere am so ein bisschen rumgrooven, aber eigentlich waren wir schon auch alle langsam platt. Ja, und wir haben an der Location im Camper auf dem Parkplatz übernachten können und da hatten halt auch ein paar andere Freunde ihre Busse hingestellt. Und dann sind wir einfach so alle zusammen zu unserem Campingplatz marschiert und dann da in den Bus gefallen und dann 3 Stunden geschlafen oder so. Naja, wobei, ich glaube, um 8 war ich wieder wach und um 4:30 ungefähr waren wir im Bett, weil Alex und ich, wir haben im Camper noch geduscht, weil wir so klebrig waren und keinen Bock hatten, uns so ins Bett zu legen. Da haben wir den Vorteil direkt mal genutzt. Und um 8 ungefähr war es dann so warm, weil die Sonne am Sonntagmorgen noch so geknallt hat, dass ich dann schon so nicht mehr so richtig schlafen konnte. Entsprechend waren wir am Sonntag beide recht fertig. Ich gestern auch noch und heute hänge ich tatsächlich immer noch ein bisschen drin. Was aber egal ist, weil es war es einfach wert. So, und jetzt geht es hier wieder weiter. Wir haben heute nochmal ein spontanes Manda-Shooting. Eigentlich hatten wir das ja letzte Woche alles gemacht. Ein paar Teile waren aber aus der Produktion noch nicht fertig. Deswegen haben wir jetzt ganz spontan noch Jojo gefragt, ob die heute Abend Zeit hat, vorbeizukommen. Und dann fotografieren wir nochmal so 4, 5 Teile ungefähr an ihr. Genau. Und dann ist, glaube ich, für den ersten Launch alles fertig. Und dann im nächsten Monat, dann können wir halt auch wieder Models buchen und so weiter und das Ganze wieder richtig aufziehen. Und weil jetzt haben wir mit Freunden dann ja gearbeitet, weil man da so ein bisschen spontaner agieren kann. Genau. Aber dann ab nächsten Monat ist die Planung hoffentlich wieder ein bisschen mehr am Start. Aber bei uns war jetzt einfach so viel anderes noch auf dem Plan. Es ist manchmal schwierig, weil den Fokus da so klar zu halten. So, das Teil ist verklebt. Sieht man jetzt nicht so richtig, weil ich hier noch extra Klebeband drüber gemacht habe zum Fixieren, damit es halt einfach an der Stelle richtig trocknet. Der Kabelkanal ist auch fixiert und kann jetzt trocknen. Und so sieht es jetzt hier drin aus. Das ist der Solarladeregler. Da kommt das Kabel von oben durchs Dach und dann geht es vor bis zur Batterie. Ich hoffe, das tut jetzt und wir haben dann im Urlaub Strom. Ich kann es irgendwie gerade nicht testen, weil halt keine Sonne mehr ist, weil dunkel. Deshalb glaube ich, kommt da halt auch kein Strom an. Ansonsten, wenn da Strom ankommen müsste, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, denn irgendwie geht noch nichts. Also, die Solaranlage tut mittlerweile. Ich habe aber echt noch so viel Nerven verloren mit diesem Ding. Das war Wahnsinn. Diese Solarzelle oben. Die Stecker waren falsch montiert bzw. falsch beschriftet und dann habe ich alles die ganze Zeit gemessen, bin zu meinem Papa, habe so ein Multimeter, wo man den Strom messen kann, geholt, habe geguckt, okay, was könnte defekt sein, die Solarzelle, das Kabel oder was auch immer und am Ende war halt tatsächlich der Stecker falsch montiert gewesen von denen und jetzt ist die Polung war halt dann anders wie die Farbe von den Kabeln, ist jetzt egal, tut auf jeden Fall, aber es hat so viel Zeit einfach und Nerven gekostet. Naja, jetzt ist der Camper eigentlich ready to go. Wir haben hier noch die ganzen Blumen, oh, mittlerweile echt gut verwelkt. Eigentlich haben wir gedacht, werden wir sie irgendwie trocknen, haben wir jetzt aber irgendwie nicht gemacht. War halt ja auch nicht alle, oder? Nee, auch nicht alle. Getrocknet. Aber jetzt sind wir eh zu spät dran, glaube ich. Aufhängen. Ich weiß nicht, ich meine, Dahlien lassen sich, glaube ich, nicht trocknen. Ich glaube, man kann fast alle trocknen. Anscheinend. Ich habe es mal kurz nachgelesen, dann habe ich gedacht, ach, weiß nicht. Die waren schon nach dem Tag ein kleines bisschen matschig, muss man sagen, weil es halt sehr, sehr warm war. Das war aber der Brautstrauß, so ein bisschen messy, war richtig cool. Oder ist immer noch schön, aber natürlich halt jetzt etwas verwelkt, aber es war auf jeden Fall sehr schön und alles sehr stimmig. Den Solarladeregler, den ich euch gezeigt habe, der ist jetzt auch hier drunter und nicht mehr da oben drin. Das ist nämlich besser, wenn der näher an der Batterie dran ist. Und hier habe ich unseren Kühlschrank foliert mit dieser Folie. Ich finde, sieht so mega aus. Und gerade habe ich mit dem Plotter
hier noch so einen Alma-Schriftzug gemacht. Das ist in so Silber. Ich wollte, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein Oldschool-Smack-Kühlschrank. Und das Ganze nehme ich mit dem Handy mit. Deshalb liegt hier hinten auch noch das Handy-Stativ. Das muss ich jetzt noch einmal filmen, wie ich das auftrage, weil das soll so ein kurzes Reel werden für Instagram. Was machst du hier gerade? Ich schreibe mit einer Followerin auf Instagram, die eventuell unsere Hochzeitsdeko für ihre Hochzeit übernehmen würde. Richtig gut. Jetzt schreibt sie aber gerade, dass sie im Urlaub ist und die Sachen nicht abholen kann. Kleiner Location-Wechsel. Also, oh, Schatz. Was? Da fällt der ganze Dreck rein. Was machst du denn? Oh, ich wollte hier ein bisschen lüften, weil es so warm ist. Also, das klärt sich vielleicht doch noch mit der Hochzeitsdeko. Eventuell kann sie jemanden schicken, das abzuholen, weil ich würde die Sachen ja auch verschicken. Allerdings sind da ja auch diese Beton-Kartenhalterchen dabei, die wir gebastelt haben. Und auch noch ein bisschen Eukalyptus und Vasen und so weiter. Und ich glaube, das würde es nicht so gut überstehen. Warten wir mal ab. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn unsere Deko eine neue Abnehmerin und einen neuen Abnehmer bekommt. Jetzt sind wir auf jeden Fall unters Dach. Hier hängen nämlich unsere Hochzeitsoutfits verpackt. Ich könnte das, dein Kleid präsentieren und du könntest meinen Anzug präsentieren. Okay. Also hier drin. Wow, Alter, was ist das für ein langer Sack? Ich bin halt groß. Ja, ja, genau. Wohin damit? Und ist da Reißverschluss? Ja. Seite. Mhm. Wow. Tada. Das ist so schön. Hier mit diesem rosa, altrosafarbenen Band. Und hier diesen Blumen überall. Das ist ja auch nicht weiß. Das hat auch so einen rosa Touch, oder? Genau. Also die, das sind zwei Tüllschichten. Und die obere ist so ein Aprikoton und die unten drunter ist weiß. Und dadurch schimmert das so eben leicht Aprikotfarben. Und dann haben wir passend dazu dieses Band hier eingenäht. Wir haben auch die Träger noch ausgetauscht, also die Schneiderin, weil die ein bisschen bequemer waren. Da waren so andere aus Tüll und das hat total gerieben. Und der Bauch musste auch hochgesetzt werden, also die Taille, damit eben für die Kugel genug Platz war. Und das Kleid wurde erst zwei Tage vor der Hochzeit final geändert, damit es dann auch mit der Länge alles passt. Der Tüllstoff, der muss ja nicht umgenäht werden, der wurde einfach nur abgeschnitten, während ich stand. Und das unten drunter, das wurde dann natürlich schön ordentlich umgenäht. Es ist jetzt logischerweise komplett dreckig unten, weil es gut mitgefeiert hat. Aber ich bin richtig, richtig happy mit dem Kleid. Das hat nicht so viele Schichten und dadurch war es auch nicht so schwer und vor allem auch an der Hochzeit nicht so heiß. Drehst du es mal? Ja. Oder wolltest du gerade noch was dazu erzählen? Ich bin auch sehr zufrieden. Ach so. Hier hinten hat mir die Schneiderin so eine Schnürung reingemacht. Die finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so hübsch gelöst. Ich hätte es schöner gefunden, sie hätte da auch noch Stoff reingesetzt. Aber auch das wurde erst zwei Tage vor der Hochzeit gemacht und dann war es so, gib mir jetzt dieses Kleid mit, ich habe noch andere Sachen zu Hause zu tun. Der Reißverschluss ging nämlich eigentlich bis oben hin, aber der wäre nicht ganz zugegangen. Das hat mich so ein bisschen eingequetscht und dann haben wir halt diese Schnürung reingemacht. Auf Fotos sieht es jetzt immer ein bisschen aus, finde ich, als wäre mein Kleid hinten offen. Aber nicht so tragisch. Pretty. Pretty. So, kommen wir zu Alex Anzug. Ja, maßgeschneidert. Hier, so hieß der Laden in Stuttgart. Würdest du sagen, ist eine Empfehlung? Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es war richtig cool dort. Also auch das Aussuchen hat richtig Spaß gemacht. Ich war dort zusammen mit Moritz und das hat so ein bisschen, also am Anfang war ich so ein bisschen so, oh Gott, was? Und jetzt hier soll ich das aussuchen, weil man kann, es hängen vielleicht 10 Anzüge da drin. Und ich habe halt gedacht, okay, ich kann die alle halt auch mal sehen, was dann nachher auf mich maßgeschneidert wird. Aber so ist es halt nicht. Also es hängen halt so 10 verschiedene Anzüge irgendwie da drin, damit man mal so verschiedene Schnitte sehen kann, weil es gibt ja auch unterschiedliche Arten. Breites Revers, 3 Knöpfe, 1 Knopf, 2 Knöpfe. 3 Knöpfe gibt es anscheinend eigentlich fast gar nicht mehr, ist nicht mehr modern. Mehr Taschen, weniger Taschen, alles möglich, dass man sowas mal gesehen hat. Aber sonst, so, man geht da nicht hin und sagt, diesen Anzug hätte ich gern für mich auf mich geschneidert sozusagen, sondern
man baut den sich eigentlich komplett neu zusammen. Eigentlich war da ja dein großer Vorteil, dass wir das so auch immer für Manda machen und anhand von solchen Stofffetzen uns für Materialien entscheiden. Weil genau so musste Alex das im Prinzip auch machen. Wir haben ja noch kurz uns für einen First Look entschieden an der Hochzeit. Das heißt, dass es fotografisch auch festgehalten wurde. Wir haben die Fotos leider noch nicht. Ansonsten würden wir das jetzt hier einblenden. Wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Und Alex stand so mit dem Rücken zu mir und ich bin auf ihn zugelaufen. Wir haben das draußen im Garten gemacht. Es war richtig schön. Und das sah so krass, Alex sah so krass von hinten allein schon aus. Also was so ein maßgeschneiderter Anzug ausmacht. Er sah aus, als wäre er in diesen Anzug reingegossen worden. So irgendwie. Das war richtig, richtig krass. 40 Maße wurden da genommen von mir. Das ist auch schon richtig verrückt. Ja, und am Schluss, also dass er beige wird, war mir eigentlich von Anfang an klar. Der Anzug, ja, die auch, aber die wollten eigentlich auch oder fanden es cool, hellblau wäre mir auch ganz gut gestanden. Und ich wollte aber gerne halt einen beigen Anzug, den ich halt später auch noch cool anziehen kann. Und ja, es ist so ein Fischgrätenstoff. Man sieht es hier so ein bisschen super weich. Richtig schön. Cooler, hochwertiger Stoff. Und man entscheidet sich hier für alles. Also ich habe mich hier entschieden, dass dieses eine Knopfloch hier so weiß bestickt ist. Ach echt? Und ja, genau. Und das dann halt offen bleibt so. Und innen drin, das Futter habe ich mir auch ausgesucht. Geht komplett durch, sieht man aber besser, wenn wir hier mal aufmachen. So, hier drin. Hier habe ich AJ für Alexander Johnson einsticken lassen. genau. So cool. Mega viele Innentaschen. Alex hat mir erzählt, er hat 7 Innentaschen. Ich so, was, du hast 7 Innentaschen? Marie hat gedacht, ich komme mit so einer Militärjacke oder so einer praktischen Pfadfinderjacke oder so. Sein Club, wie heißt das? Leatherman rausholen kann und den Zollstock und gar nichts. Genau, zwei Knöpfe habe ich mich entschieden, nicht einen. Man macht aber anscheinend nur den oberen zu, wusste ich auch nicht. Also man macht nur den oberen zu und lässt den unteren immer offen. Echt? Mhm. Ja, Hose natürlich exakt gleich und Hosenträger habe ich mich entschieden. In so einem Mintton, die habe ich nicht dort gekauft, sondern im Internet bei Adam Bows bestellt. Das haben mir ganz viele empfohlen. Auch hier im Anzug, ja. In der Hose, AJ. Und das Hemd ist jetzt gar nicht da, weil das ist auf jeden Fall dreckig. Oder was heißt dreckig? Das ist eine gute Frage, ohne was Funktion, das ist. Oder? Das ist einfach nur oder komme ich hier durch? Nee, das ist doch ein Stifthalter. Ah, ach, ein Stifthalter. Ich dachte, da kannst du vielleicht so einen Trinkbeutel irgendwo durchfädeln und dann... ein Stifthalter. Ja, so sieht mein Anzug aus. Und das Coole ist halt, den kann ich auf jeden Fall immer weiter anziehen jetzt. Was ist das? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, um irgendwas reinzustecken? Du kennst die Features von deinem Anzug gar nicht? Oder? Nee, das kenne ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Verrückt. Vielleicht für so eine Anstecknadel oder sowas. Ja, ist wie ein Knopfloch, was halt nicht aufgemacht wurde, finde ich. Das ist mir noch nie aufgefallen, das ist ja verrückt. Nee, mir auch nicht. Vor allem, hä, habe ich nicht dir hier die Blume hingemacht? Doch. Warum haben wir das nicht bemerkt? Weil auch das haben wir dann erst beim First Look gemacht, dass ich Alex da die Blume dran gemacht habe. Er hatte mit so einem Magnet so ein kleines Sträußchen hier. Ja, ah, und das Wichtige, das rutscht immer runter. Das ist ein Stecktuch hier. Das muss so ein bisschen so sein. Das müsste ich eigentlich irgendwie fixieren innen drin. Mit so einer Nadel oder sowas. Ach, war das alles schön. Gibt's was dir am besten gefallen hat? Am besten hat mir... Oder irgendwas, was du so auch jetzt anderen empfehlen kannst. First Look fand ich Hammer. Fand ich mega cool. Ja. Ein guter DJ fand ich auch sehr wichtig. Also Tanzen hat irgendwie allen auch richtig gut getan und Spaß gemacht. Das fand ich mega. Ansonsten, was würde ich anderen auch noch empfehlen? Mir fällt noch eine Sache ein. Was? Wir haben uns gegenseitig Briefe geschrieben. Ach stimmt, das war auch sehr schön. Das war aber sau emotional. Das war mega emotional. Aber wir haben uns gegenseitig Briefe geschrieben und wir haben uns die dann nur zu zweit vorgelesen, weil wir sind beide nicht so die, die jetzt Bock hätten, sowas im Standesamt zu machen. Wir hatten auch keine freie Trauung. Und wir wollten allgemein so ein Eheversprechen nicht vor allen vortragen, weil dann sagt man doch einfach vielleicht auch nochmal so ausgewähltere Sachen, als wenn man nur zu zweit ist. Deswegen haben wir das nur zu zweit gemacht. Beziehungsweise Marie, unsere Fotografin, ist so ein bisschen um uns rumgehuscht
Aber sie war so dezent, man hat sie eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich weiß nicht mal, ob ich das zu Ende gebracht hätte, wenn das irgendwie vor allen gewesen wäre oder so. Es war so schon schwierig, das zu Ende zu kriegen, weil ich so emotional war. Wow. Das war so wirklich schön. Krass. Alex hat so schöne Sachen gesagt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Du auch. Das war richtig. Also das kann ich auf jeden Fall von ganzem Herzen empfehlen. Und sich da auch dann wirklich irgendwie mal eine halbe Stunde... Hast du angerufen? Oh, ich gehe mir jetzt mal kurz ran. Alexander Johnson. Alex konnte sich nämlich erst zweimal mit seinem neuen Namen am Telefon melden. Freut sich immer, wenn er angerufen hat. Also auf jeden Fall kann man das sehr empfehlen. Das war richtig, richtig schön. Ja, und ich habe mich gerade so gefreut, weil ich jetzt das erste oder nicht das erste Mal, es war das zweite oder dritte Mal mit Alexander Johnson am Telefon. Ist doch sehr ungewohnt natürlich. Vorhin wurde ich eben, waren wir einkaufen, wurde ich da angerufen, dann völlig im Reflex Alexander Falk und ich so, oh, scheiße, nein. aber ja, man verwirrt natürlich auch total viele auf einmal. Also wenn man, aktuell haben wir halt auch so viele so Verträge oder Rechnungen oder Zeug am Laufen und sowas und dann schreibe ich halt nicht drunter jetzt auf einmal Alexander Johnson, ohne irgendwas zu sagen, weil dann sind die ja total verwirrt. Wer ist denn jetzt dieser Typ? Ja. Naja. Genau. Also ich möchte auf meinem Kanal gerne noch ein bisschen ausführlicheres Video zum ganzen Thema Hochzeit machen. Auch nochmal unsere Dienstleister alle zusammenfassen. Gerade so für alle, die hier aus dem Raum Stuttgart, Tübingen, Reutlingen und Umgebung kommen, ist das vielleicht ganz spannend. Was würden wir anders machen? Was hat uns richtig gut gefallen? Was hat sich gelohnt? Was hat sich nicht so gelohnt? Was würde ich meiner besten Freundin für ihre Hochzeit empfehlen? Irgendwie so in der Art. Wenn ihr allerdings noch weitere Fragen habt, könnt ihr das auch super gerne in die Kommentare schreiben. Yes. Und dann verabschieden wir uns jetzt in die Flitterwoche. Juhu! Also erwartet keine Vlogs in nächster Zeit. Wir nehmen die Kameras mit, wissen aber noch nicht, was dabei rauskommt. Entweder ein großer Vlog, vielleicht zwei Vlogs, vielleicht auch kein Vlog, I don't know. Wir haben gedacht, vielleicht so ein bisschen Neuseeland-Style, wenn wir da manchmal so über eine Woche oder zwei oder sowas gevloggt haben, gerade als wir auf der Südinsel unterwegs waren. Mal schauen. Ist halt eine geile Erinnerung, auch für uns irgendwie. Deshalb wollen wir eigentlich schon gern ein bisschen was filmen. Einfach, um das so festzuhalten. Das kommt, geht nach Frankreich für uns. Das kommt dann aber erst nach dem Urlaub online. Und dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis dann. Und wir sehen uns dann so in ein paar Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.